Bei Kapitalmärkten lassen sich wiederkehrende Muster erkennen. Diese werden Markt- oder auch Kalendereffekte genannt. Das kann für Investoren, die nicht viel Zeit in das Management ihrer Investitionen stecken können oder möchten, vorteilhaft sein. Professionelle Trader und Investoren haben passende Strategien für jeden Markteffekt. Sie haben die Zeit, Märkte konstant zu beobachten. Doch auch Sie als Privatinvestor können von der Anwendung dieser Strategie profitieren. Die Investition in Markteffekte ist eine moderne und kostengünstige Anlagestrategie, die dazu auch weniger zeitaufwendig ist. Im heutigen Trading-Seminar möchten wir verschiedene Markteffektstrategien besprechen, mit denen Sie attraktive Renditen erzielen können. Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Joy Jakob. Ich bin in der kommenden Stunde Ihre Moderatorin und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei diesem Live-Event mit dabei sind. Und verehrte Zuschauer, Sie sehen es bereits auf der Startfolie. Wir haben auch einen echten Trading-Experten zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich Dennis Spoden von WH Self Invest. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Finanznetzseminar am Dienstagabend. Ja, vielen Dank, Frau Jakob. Wie schon angesprochen, auch noch zwei, drei Sätze von mir. Mein Name ist Dennis Spoden. Ich bin Mitarbeiter bei WH Self Invest und dort eben hauptverantwortlich für den Investment Service Investui. Wir werden jetzt ja in der nächsten Stunde ungefähr moderiert von Frau Jakob. Also, wenn Sie Fragen haben, gerne in das entsprechende Tool eintragen und wenn das eben passt, dann werden wir die Fragen natürlich gerne beantworten oder eben am Ende eine kurze Frage- und Antwortrunde machen. Ansonsten werde ich Ihnen ein wenig zeigen, was Markteffekte sind, wie wir diese bei Investui nutzen, wie Sie daran partizipieren können und ja, ein bisschen detailliert zeigen, was wir so machen. Und dann habe ich am Ende auch noch zwei, drei interessante Neuigkeiten, also Neuigkeiten bezogen auf Investui, ein paar neue Tools, die wir in den letzten Wochen entwickelt haben, die zeige ich Ihnen dann direkt auf der Webseite und zeige Ihnen eben auch, wo Sie das Ganze dann selbst sich anschauen können, wenn Sie da tiefer reingehen möchten. Ja, ansonsten bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, habe ich den Bildschirm schon, Frau Jakob? Noch nicht, ganz kleinen Moment. Sie haben es mir schon Ja. vorweggenommen, Herr Spoden. Genau, liebe Seminarteilnehmer, bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns gerne während des gesamten Seminars über die Chatfunktion kontaktieren. So, Herr Spoden, dann würde ich Ihnen jetzt den Bildschirm übergeben. Sie sollten die entsprechende Meldung gerade erhalten haben. Jawohl, genau. Und wir können Ihren Bildschirm sehen und Sie können gerne in Ihren Vortrag einsteigen. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich gebe noch ganz kurz jetzt ein paar Sekunden Zeit, eben den Risikohinweis zu beachten. Ja, da sind wir eben zu verpflichtet, den eben auszuweisen. Da lasse ich Ihnen einfach noch ja, 20, 30 Sekunden Zeit und dann melde ich mich mit der ersten Folie wieder. So, ja, und da bin ich auch schon. Wir ja, starten mit den guten Vorsätzen für 2021. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ist es nicht schon zu spät für gute Vorsätze? Und ja, da gebe ich Ihnen recht, es ist mit Sicherheit zu spät, um sich noch gute Vorsätze zu machen, aber vielleicht ein guter Zeitpunkt, um eben die ersten beiden Monate 2021 ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu schauen, hat man sich denn an seine guten Vorsätze gehalten? Bisher zumindest. Wir haben hier nochmal die Top 3 der deutschen Vorsätze für 2021. Gesünder ernähren und mehr Sport auf 1 und 2. Da kann ich Ihnen nur bedingt bei helfen. Aber ein ganz wichtiger und auch ein großer Punkt ist eben mit 19% auf Platz 3 mehr sparen. Da kann ich vielleicht eingreifen und kann Ihnen dabei unter die Arme greifen, vor allem und zwar mit Investui. Wir haben uns ein wenig auf die Fahne geschrieben, die zweite Überschrift, mehr Zeit. Bessere Rendite, also der Aufwand, der soll für Sie einfach minimal sein. Wir wollen aber trotzdem eben diesen Zugang zu besserer Rendite für Sie schaffen. Ich komme hier direkt mal am Anfang mit ein paar Zahlen von eben dem abgeschlossenen Jahr 2020. Wir haben es tatsächlich geschafft, trotz Corona und
trotz zwei Rücksetzern in den Märkten 33% Nettorendite in 2020 zu erwirtschaften. Das heißt, es ist wirklich die Nettorendite, da sind alle Kosten bereits abgezogen. Kosten gehen wir im Detail am Ende auch nochmal darauf ein, was eben sich genau unter diesen Kosten verbirgt. In 2020, in den 12 Monaten, waren insgesamt 9 Monate positiv und logischerweise dann eben 3 Monate negativ. Und wir hatten 128 Alarme. Auch das werden wir im Laufe der nächsten Folie nochmal genau definieren. Was heißt das für Sie und was verbirgt sich hinter diesen Klicks und den Positionen? Für Sie wichtig, 10 Klicks im Monat. Da müssen Sie nicht unbedingt wissen, was sich dahinter verbirgt, aber das ist auf jeden Fall wenig Aufwand. Ja, das ist eins unserer Ziele. Es soll wirklich einfach sein mit wenig Aufwand. Wir bieten mit Investui für Sie entscheidende Vorteile. Der erste und wahrscheinlich auch mit der wichtigste ist eben, dass diese Markteffekte durch wissenschaftliche Studien nachgewiesen sind. Jetzt ist es tatsächlich so, wir als WH Self Invest oder auch als Investui, wir sind nicht die Erfinder dieser Markteffekte, sondern die sind eben akademisch untersucht, teilweise über sehr, sehr lange Zeiträume. Auch das werden wir im Detail nochmal sehen. Wir setzen das Ganze lediglich um, und zwar in einer für uns angemessenen Art und Weise. Wir haben eben da ein schönes Team aus Instrumenten zusammengestellt, verschiedene Instrumente. Das Stichwort ist hier Diversifikation. Wir handeln also Gold, den DAX, den S&P 500 und auch ein Währungspaar, den britischen Pfund, US-Dollar. Trotzdem haben Sie eben auch Positionen mit kurzen Anlagehorizonten. Der Mix aus Strategien, der ist stabil im Backtest. Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben da sehr viel zu getestet und auch über einige Jahre zurück. Vor allem aber auch, und das ist noch wichtiger, im Live-Betrieb. Live-Betrieb bedeutet ganz konkret, dass wir eben seit Anfang letzten Jahres, daher kommen auch die Zahlen zur Rendite, haben wir zwei Musterdepots. Die nennen wir intern Musterdepots, das heißt überall auch auf der Webseite, wenn Sie über das Wort Musterdepots stolpern, dann sind damit eben unsere Echtgeldkonten, die wir führen, sind zwei an der Zahl, gemeint. Sie bekommen die E-Mail-Benachrichtigung immer zur richtigen Zeit. Das heißt, Sie müssen da keine Analyse durchführen oder auf irgendwelche Zeitpunkte achten, sondern das übernehmen alles wir für Sie. Und Sie können eben mit diesem einfachen Klick in der E-Mail die Position einnehmen. Verwaltung und schließende Position übernehmen wir dann für Sie. Hier sehen wir auch nochmal detailliert die Entwicklung eines dieser beiden Musterdepots. Ganz konkret ist das ein Futures-Musterdepot, welches mit 25.000 Euro initial befüllt wurde, Anfang 2020. Das ist der linke Chart und quasi das ganz linke, der linke Anfang am Chart. Da sehen Sie eben zum einen diesen grünen Graphen, das ist die Entwicklung des Kontostands, und der violette, der Pfeil soll nochmal repräsentieren, wo sich das Ganze hin entwickelt hat. Darunter sehen Sie auch nochmal die Eckdaten. Futures Muster Depot, wie bereits erwähnt, 25.000 Euro zum Start, und Ende 2020 hatte es einen Kontostand von 33.273 Euro, eben mehr als die 8.000 Euro, die sind da ein bisschen gerundet nach unten, als Netto-Rendite. Das Ganze sehen Sie auf der rechten Seite im rechten Chart eben auch nochmal aufgesplittet nach einzelnen Monaten. Und besonders auffällig ist eben in beiden Charts, und Sie werden das wahrscheinlich alle wissen, der Anfang des Jahres, der erste Corona-Dip, der hat uns natürlich auch hier bei Investui hart getroffen. Man sieht es zum einen links im Chart, wir hatten einen sehr, sehr schönen Start, sind quasi an die 30.000 gekommen, sogar knapp drüber, und dann hat eben Corona uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht, ähnlich wie das ja auch bei den großen Indizes der Fall war. Und auf der rechten Seite sehen wir es eben auch nochmal, dass wirklich da der Februar, Ende Februar ging es ja los, und der März, der war eben ganz besonders schlimm. Wir haben es allerdings geschafft, da wenige Monate später schon wieder deutlich im Plus zu sein und hatten insgesamt sogar 4 Monate mit einer zweistelligen Rendite, also mit mehr als 10%
Rendite. Ja, ich denke, da müssen wir uns nicht mit verstecken. Sie können sich vorstellen, dass es natürlich für uns eine schwierige Zeit war. Ja, wir sind zu dem Zeitpunkt, den Sie links hier am Chart sehen, sind wir auch live gegangen mit diesem Projekt. Da wurde schon viel Zeit reingesteckt, viel Energie reingesteckt und dann lief es auch sehr gut an und dann kommt eben dieses unvorhersehbare Ereignis mit Corona. Umso froher sind wir natürlich, dass das Ganze sich schnell wieder ausgeglichen hat. Wir ja, scheuen uns hier auch nicht, uns zu vergleichen und zwar ganz konkret mit den Underlyings, die wir auch handeln, also quasi den zugrunde liegenden Basiswerten unserer Strategien, die sehen Sie hier nochmal aufgeschlüsselt, eben im Vergleich mit Investui. Auf der linken Seite der grüne Graph, das ist ein Performance-Diagramm, das heißt, wir starten alle bei Null und schauen, wie hat sich das Ganze in 2020 entwickelt. Investui da eben deutlich besser als der DAX und der S&P. Das ist die linke Grafik, der DAX in Grau, dunkelgrau und der S&P eben als rote Linie dargestellt. Und auf der rechten Seite das Ganze dann nochmal mit Gold. Auch da waren wir eine Zeit lang hinten, muss man fairerweise sagen. Da war Gold besser als Investui, aber am Ende haben wir eben doch eine bessere Performance als Gold erreichen können. Was sind nun diese Markteffekte? Ja, das ist der Begriff, der ist vielleicht nicht ganz klar und da würde ich gerne den Vergleich ziehen zu den Jahreszeiten, weil der sich einfach anbietet, weil der so schön passt. Ja, wir haben hier die Bilder, die sollen eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter repräsentieren und so verhält sich das auch mit den Markteffekten. Ja, damit ist gemeint, der Sommer, der kommt eben immer wieder. Das heißt, jedes Jahr haben wir den Sommer, der ist mal unterschiedlich stark. Wir haben mal einen sehr heißen Sommer, dann haben wir vielleicht auch mal einen verregneten Sommer. Aber der Sommer, der kommt. Und so ist es eben auch mit den Markteffekten. Das sind eben bestimmte Ereignisse, die zu bestimmten Zeitpunkten oder in kleinen Zeiträumen immer wieder auftreten, auf lange Sicht, an denen man eben mit dem Einsatz von verschiedenen Instrumenten und Strategien sehr gut partizipieren kann. Namentlich sind das eben die vier auf der rechten Seite, die Strategien, die wir handeln. Das ist der Turnaround Tuesday, der sich eben auf den DAX bezieht, der Friday Gold Rush aufs Gold, der Pound Shorter auf das Währungspaar British Pfund US-Dollar und der Monatsende bzw. der End of Month auf den S&P 500. Die schauen wir uns natürlich auch nochmal im Detail an. Hier sehen wir eben nochmal, dass diese vier genannten eben zusammen zu einem Team werden, vier Instrumente, vier Strategien und diese Diversifikation führt eben zu dieser Netto-Rendite. Wir starten da auch jetzt ganz konkret mit dem Turnaround Tuesday. Das, wie gesagt, ist der Markteffekt auf den DAX. Viele von Ihnen werden schon mal gehört haben, stell sicher, dass du dienstags Aktien besitzt, eine alte Börsenweisheit, die hier eben aufgegriffen wird und auch in gewissem Maße belegt wird. Am Ende kann man es darauf herunterbrechen, dass eben der DAX am Dienstag steigt. Da gibt es noch eine Voreinstellung, die quasi gegeben sein muss. Also der DAX muss Schwäche zeigen am Montagnachmittag. Dann wird eben eine entsprechende Long-Position eingenommen, über den Dienstag hinweggehalten. Also der Dienstag ist hier wirklich der relevante Tag und mittwochs morgens geschlossen. Wir haben hier sehr viele statistische Daten, die das Ganze eben stützen. Die haben wir auch alle verlinkt auf der Webseite natürlich. Wir haben eine sehr, sehr schöne Outperformance gegenüber dem DAX und wir haben grundsätzlich weniger Orders. Das heißt, in ungefähr 30% der Fälle tritt dieser Effekt auf. Wie gesagt, der ist abhängig von einer gewissen Schwäche, die eben montags nachmittags im DAX gemessen wird. Und auf der rechten Seite sehen wir eben sehr schön die Entwicklung. Der Chart startet hier auf der linken unteren Seite Ende 2009, sind also gut 10 Jahre, die eben diesen Turnaround Tuesday-Effekt hier belegen. Und ja, so soll eigentlich unsere Gewinnentwicklung aussehen. Schön von links unten nach rechts oben, recht gleichmäßig, wenige Rücksetzer. Und das ist genau das, was wir haben möchten. Sie sehen hier jetzt auch noch mal ganz konkret, wie dieser Filter funktioniert, und zwar auf der rechten Seite im Chart.
Sie sehen den Hintergrund des Charts. Das ist einmal das Rot oder Rosa und Entschuldigung, und das Grün. Und immer, wenn das Ganze eben rot ist, dann nehmen wir keine Position ein. Und nur wenn der Filter uns eben grünes Licht gibt, dann wird eine entsprechende Position eingenommen. Und wir handeln das Ganze eben von Montagabend über den Dienstag hinweg bis an den Mittwochmorgen. Es gibt maximal einen Alarm pro Woche, nur dienstags und eben auch nur in diesem schwachen Marktumfeld. So viel zum Turnaround Tuesday. Der nächste Effekt, Markteffekt, ist der Friday Gold Rush. Freitage zeigen positive und signifikant höhere Renditen. Und das insbesondere eben im Edelmetall Gold. Der Friday Gold Rush, der ist, glaube ich, auch recht bekannt. Da hat bestimmt schon der ein oder andere von Ihnen was gehört. Der wird immer wieder aufgegriffen in verschiedenen Videos, auch von professionellen Tradern. Und ist eben auch sehr stark von statistischen Daten gestützt und hatte eine sehr gute Rendite in den letzten 10 Jahren. Vergleichen wir das Ganze jetzt mit dem Turnaround Tuesday, den wir vorher gesehen haben. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Chart auf der rechten Seite lenken, dann sehen Sie, was mit volatiles Instrument gemeint ist. Die Entwicklung ist natürlich sehr, sehr gut, vor allem wenn wir uns eben den Start, also auch hier wieder Mitte, Ende 2009, gut 10 Jahre bis zum aktuellen Zeitpunkt ansehen, dann sind wir hier fast bei 75.000 Euro Rendite, basierend auf einem Future wohlgemerkt, aber eben mit deutlich höherer Volatilität, als es beim Turnaround Tuesday der Fall war. Weiterhin haben wir im Gold Future, also wenn wir den handeln, eine hohe Liquidität. Das heißt, wir haben hier keine Probleme, auch wenn mal mehr Orders in den Markt von uns kommen, dann gibt es da keine Probleme mit Slippage oder ähnlichem. Auch hier sehen Sie nochmal ein Beispiel Trade auf der rechten Seite, auch wieder im Chart. Sie sehen, an dem grünen vertikalen Balken wird die Position eingenommen und eben am violetten Balken ein bisschen weiter rechts geschlossen über einen sogenannten Zeitfilter. Und darunter sehen Sie die Equity-Entwicklung dieses Trades und den haben wir auch nochmal aufgeschlüsselt. Da hat Gold eben am 8.10.2020 35,7 Punkte gemacht. Im Gold Future entspricht das eben 3.570 Dollar Gewinn. So läuft natürlich nicht jeder Trade, ganz klar. Hier haben wir aber ein sehr schönes Beispiel, wie das Ganze sehr gut funktioniert hat. Der Anteil der Gewinner, der ist auch sehr interessant. Wir haben nämlich insgesamt 56% Gewinner im Vergleich zu den Verlusttrades über 10 Jahre gesehen. Und das ist auch ganz wichtig. Also über einen langen Zeitraum sind wir hier deutlich über 50%. Gehandelt wird der Turnaround Tuesday, nein, natürlich der Friday Gold Rush von Donnerstagnachmittag bis Freitagabend, weil eben Freitag der starke Tag ist. Es gibt da auch tatsächlich fundamentale Begründungen für. Also wie gesagt, wir haben uns das nicht ausgedacht, sondern der Freitag neigt dazu, im Gold stark zu sein, weil eben Investmentfonds ihre Aktieninvestitionen zurückfahren und übers Wochenende eben dazu neigen, mehr in Gold zu investieren, um einfach diesen sicheren Hafen zu haben. Und es gibt einen weiteren Punkt, und zwar die Schmuckindustrie. Die produziert nämlich in der darauffolgenden Woche, möchte aber einfach aufgrund des höheren Risikos nicht zu viel Gold an Lager haben, am eigenen Lager. Deswegen wird tendenziell am Ende der Woche physisches Gold bestellt, damit die Lieferung eben am nächsten Montag idealerweise da ist, um die Arbeiter eben über die nächste Woche zu beschäftigen. Das ist ja, oder zwei fundamentale Gründe, warum eben dieser Friday Gold Rush häufig funktioniert. Monatsendeffekt ist der mit Abstand am meisten untersucht ist, unser dritter im Bunde. Ja, Sie sehen hier schon der erste Punkt, eine Strategie mit einer konstanten Rendite seit 100 Jahren. Also der wird auch schon sehr, sehr lange untersucht und auch über sehr, sehr lange Zeiträume zurück. Wir haben den Vorteil, dass wir nur ungefähr 20% der Zeit in Position sind, verglichen zum Beispiel mit einem Index-Tracker. Der Vergleich ist ganz interessant, weil wenn Sie natürlich 100% der Zeit in Position sind bei einem Index-Tracker, dann sind Sie auch 100% der Zeit im Risiko. Wir schließen eben hier einen großen Teil des Risikos schon aus, weil wir eben immer nur ungefähr, wie gesagt, 20% der Zeit in Position sind.
Wie beim Gold und bei den anderen Instrumenten auch haben wir eine hohe Liquidität und eine einfache, nachvollziehbare Logik in dieser Strategie. Hier sehen wir auch wieder ein Beispiel eines Trades. Hier sind wir etwas länger drin, also 8 Werktage um das Monatsende. Wir gehen also kurz vor Monatswechsel in die Long-Position im S&P, halten den über den Monatswechsel und schließen diese Position dann am 4. Werktag, Handelstag, Entschuldigung, des neuen Monats. Die Frequenz ist einmal im Monat. Ich denke, das ist klar. Auch hier wieder ein sehr, sehr schöner Anteil der Gewinner, 64%, mit einem durchschnittlichen Gewinn, der sogar größer ist, auch als der durchschnittliche Verlust. Also zusätzlich zu dem hohen Anteil an Gewinnern haben wir auch absolut gesehen mehr oder höhere Gewinner als Verlierer. Der Beispieltrade auf der rechten Seite, der, wie gesagt, hat eben zu einer Rendite von 13.600 Dollar geführt im S&P Future. Da hat der S&P in diesem Zeitraum eben 272 Punkte zugelegt. Und unser letzter im Bunde ist der Pound Shorter, die vierte Strategie, die gehandelt wird auf das Währungspaar britisch Pfund und US-Dollar. Und ja, das hat den schönen Namen Mikromuster am Dienstagmorgen. Der wird dienstags morgens ganz früh gehandelt und setzt eben darauf, dass innerhalb eines recht kurzen Zeitraums, also innerhalb von wenigen Stunden, das Ganze, also wir gehen in diesem Trade short, das heißt, wir setzen hier eben auf eine Schwäche des Dollars. Vorteil ist hier, wir haben kein Overnight-Risiko, weil die Position eben eine Intraday-Position ist. Wir haben auch hier, wenn Sie rechts sich den Chart mal anschauen, eine stabile Kurve. Wenn wir es jetzt nochmal mit dem Gold vergleichen, dann sind wir hier wieder viel gleichmäßiger, aber eben nicht ganz so hoch. Weniger Volatilität. Am Ende macht es eben die Mischung aus diesen vier Strategien, die das Ganze so spannend macht. Ja, wir haben einen Alarm, wie gesagt, von dienstags morgens bis dienstags nachmittags. Auch hier wieder 55% der Anteil der Gewinner und der durchschnittliche Gewinn ist auch größer als der durchschnittliche Verlust. Auf der rechten Seite im Chart, nur der Vollständigkeit halber, ein Beispieltrade, an dem wir eben am 17.03. Short in dieser Position waren und 133 Ticks gewinnen und damit 831,25 Dollar gemacht haben. Spannend wird das Ganze eben jetzt, wenn wir aus diesen vier Instrumenten, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ein großes Ganzes basteln. Auf der linken Seite sehen Sie nochmal die Charts, die Sie von eben noch kennen, alle einzeln aufgeführt. In Gelb eben der Friday Gold Rush, in Hellblau der Turnaround Tuesday, Dunkelblau der Pound Shorter und links in Violett der End of Month, aber natürlich trotzdem auf der linken Seite. Das sind wieder die 10-Jahres-Charts. Und ja, jetzt meine obligatorische Frage: Welche dieser Kurven würden Sie denn am liebsten nehmen? Und ja, ich hoffe, dass alle sagen die rechte. Und zwar in dem rechten Chart ist es nämlich die zusammengeführte Gewinnentwicklung dieser vier Strategien, die eben dieses runde Bild erschaffen und die Volatilität rausnehmen, diversifizieren und uns eben diese schöne Entwicklung genauso, wie wir sie haben wollen, liefern. Ja, sind hier nochmal im Rückspiegel oder weiterhin im Rückspiegel für 2020. Hier sehen Sie nochmal das, was wir eben bei den einzelnen Strategien auch schon hatten. Das ist jetzt über die Gesamtheit. Das heißt, Sie sehen links im Kuchen 58% Gewinner, 42% Verlierer. Und nochmal ein paar Zahlen. Ich versuche das immer mit den Zahlen etwas kurz zu halten, weil ich glaube, das ist nicht so spannend. Wer sich im Detail für diese Zahlen interessiert, der findet eben ganz, ganz viel dazu auf der Webseite. Da schauen wir eben gleich auch nochmal vorbei und da zeige ich nochmal ein paar Dinge, wo Sie auch die Zahlen finden. Die Zahlen zu der Aufteilung der Gewinner pro Strategie und alles, was Sie sich vorstellen können. Bieten wir dort an, eben zum Stöbern für denjenigen, der da sehr tief einsteigen will. Aber wichtig ist vor allem eben dieser Anteil der Gewinner und der Anteil der Verlierer und der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust. Diese Werte, die müssen einfach passen, damit wir insgesamt eine positive
Rendite erwirtschaften können. Wir handeln Investui nach drei groben Prinzipien. Das heißt, das erste dieser Prinzipien ist, dass es eben einfach sein sollte. Für Sie einfach als Kunde. Das heißt, Sie haben wirklich nur einen Klick in der E-Mail. Mehr müssen Sie nicht machen. Sie müssen nichts selbst analysieren. Die Analyse, die findet komplett auf unserer Seite statt. Sie müssen keine Positionsgrößen berechnen und Sie brauchen eben keine Handelsplattform oder ähnliches. So sieht eine Beispiel-E-Mail aus. Sie sehen nochmal ein paar Infos. Das ist jetzt eine Beispiel-E-Mail zum Turnaround Tuesday. Da sehen Sie eben nochmal aufgelistet die letzten Trades und können eben unten über die Buttons entsprechende Orders platzieren. Unser zweites Prinzip ist eben, dass wir transparent sein möchten. Transparent, vor allem bezogen auf das, was wir Ihnen zeigen auf der Webseite. Und wir zeigen Ihnen dort eben wirklich alles. Sie sehen alle offenen Positionen. Ich hatte es eingangs ja auch schon mal erwähnt. Sie sehen in den Musterdepots alle vergangenen Trades. Also wenn Sie sich die Musterdepots eben anschauen für 2020, seit Anfang 2020 ist jeder Trade dort mit seiner ganz eigenen spezifischen Entwicklung aufgeführt und wird eben dort von uns gezeigt. Sie können sich das Ganze anschauen und komplett nachvollziehen. Das Ganze basiert eben auf wissenschaftlichen Studien, die auch alle frei verfügbar sind. Also die können Sie sich alle natürlich anschauen, wenn Sie das möchten, da tiefer einsteigen, warum diese Markteffekte grundsätzlich funktionieren. Sie bekommen natürlich, wenn Sie ein Konto bei uns haben, jeden Tag von uns Kontoauszüge und eben auch die ganz persönliche Entwicklung des Portfolios als Grafik, so wie Sie die rechts oben im Bild sehen, zugesendet. Und wir haben natürlich unsere beiden Echtgeld-Musterdepots. Unser drittes Prinzip, das hatten wir auch eingangs schon mal ganz kurz. Es geht natürlich auch um Kosten. Ja, es entstehen Kosten. Das heißt, aktuell kann ich Ihnen noch anbieten als ja, einmalige Setup-Gebühr, fallen normalerweise 99 Euro an. Das fällt aktuell weg. Das heißt, wenn Sie sich nach dem Webinar bei mir oder bei uns melden, dann können Sie sich gerne hierauf beziehen und dann werden diese 99 Euro nicht berechnet. Was wir an Kosten haben, sind eben die Ordergebühren. Da müssen wir unterscheiden zwischen Futures-Konten und CFD-Konten. Bei den Futures-Konten ist es eben so, dass Sie 4,99 pro Future, pro Order in Euro oder in Dollar, je nach Instrument. Ja, das sieht komplizierter aus, als es ist, aber im Prinzip beim DAX in Euro und bei den anderen Werten eben in Dollar. Und bei den CFD-Forex-Konten, da ist es eben auch wieder 4,99, aber pro Order, da spielt das Volumen also keine Rolle. Ansonsten gibt es nur noch die Alarmgebühr und zwar 2% je profitabler Strategie, aber immer nur auf den Gewinn nach Kosten. Das heißt, nur wenn Sie wirklich netto einen Gewinn gemacht haben, dann gibt es diese Alarmgebühr. Also wir heben uns da ein bisschen ab von einem klassischen Fonds, sage ich einfach mal, bei dem es ja diverse Gebühren gibt, auch Austrittsgebühren, Einstiegsgebühren und so weiter und auch performanceunabhängige prozentuale Kosten, die gibt es eben bei uns in der Form nicht. Für wen könnte Investui denn geeignet sein oder für wen ist Investui geeignet? Grundsätzlich, wenn Sie eben nach höheren Renditen Ausschau halten. Also gerade in Zeiten dieser negativen Zinsen ist es natürlich immer interessant, irgendwo Möglichkeiten zu sehen, Möglichkeiten zu bekommen und zu finden. Und da bietet Investui eben eine sehr, sehr schöne und einfache Möglichkeit. Auch für denjenigen, der eben in Börsenindizes, Währungen und Gold investieren möchte und das Ganze darüber über die Instrumente diversifizieren möchte, der Chancen in kurzfristigen Positionen sieht. Und natürlich auch für denjenigen, ganz besonders für denjenigen, der eben nicht aktiv und selbst traden oder handeln möchte. Ja, das ist das, was wir eben für Sie übernehmen. Rationale Risiken sollten für Sie akzeptabel sein. Ja, wir haben grundsätzlich drei Risikokategorien, da können Sie sich selbst quasi schon mal ein bisschen einstufen. Wir nennen das Ganze dann eben defensiv, moderat und aggressiv. Und ich sage immer, das ist sehr, sehr stark von der eigenen Persönlichkeit abhängig. Das heißt, Sie müssen ein bisschen für sich selbst wissen, wie viel Risiko bin ich denn bereit
zu tragen, um eben die Möglichkeit nach einer besseren Rendite zu haben. Das sind zwei Dinge, die eben immer in einem Verhältnis stehen und immer gemeinsam betrachtet werden müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch für denjenigen, der eben ein Freund von Buy-and-Hold-Strategien ist, wie ich es zum Beispiel einer bin. Ich ganz privat bin eben ein großer Freund dieser Buy-and-Hold-Strategien, aber die bieten eben keinen Zugang zu diesen höheren Renditen und deswegen ist Industrie dort als Beimischung eben sehr, sehr gut geeignet. Und natürlich, ja, eben für diejenigen, die vielleicht eben in anderen Investments sind, die eher mit Gebühren überzeugen als mit Performance, dann ist Investui eben auch genau das Richtige für sie. Wir haben eben auch die ein oder andere Referenz von bekannten Tradern hier in Deutschland, bekannten Investoren, unter anderem Carsten Umland, Dr. Raimund Schrieck, der ja auch ein E-Book übrigens geschrieben hat über Markteffekte, was verfügbar ist auch auf der Investui-Webseite. André Stagge natürlich auch sehr, sehr bekannt. Und die alle geben uns ein positives Feedback, genauso wie Finanzen.net natürlich, auch die Welt und Euro am Sonntag. Ich denke, das sind Referenzen, mit denen man sich nicht verstecken muss. Dann ist der Foliensatz quasi am Ende, aber ich möchte Ihnen eben noch auf der Webseite ein paar Neuigkeiten zeigen. Das ist das, was ich Ihnen versprochen hatte. Das ist, wie gesagt, noch ganz, ganz neu. Ich wechsle jetzt mal hier in den Browser und hoffe, das funktioniert. Frau Jakob, vielleicht können Sie mir kurz Feedback geben, aber ich denke, es sieht gut aus, ja. Doch, ich sehe Wir jetzt auch können den die Zettel. Website von Investui sehen. Perfekt, vielen Dank, vielen Dank. Das heißt, wir haben ein ganz neues Tool und zwar unseren Simulator. Der ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es eben schon mal angesprochen, die Risikokategorie. Und hier können Sie eben sehr schön die richtige Risikokategorie finden. Ich zeige Ihnen einmal noch, wo Sie den finden, also auf der Webseite www.investui.de. Da finden Sie grundsätzlich alles, was ich Ihnen jetzt zeigen werde. Und wenn Sie hier etwas nach unten scrollen, dann haben Sie eben hier unten den Punkt Simulator und dann gelangen Sie auch direkt hierhin. Was Sie hier nun machen können, ist, Sie können hier mit ein bisschen herumspielen und schauen, was bei verschiedenen Investments mit verschiedenen Instrumenten in der Vergangenheit denn so passiert wäre. Beispielhaft können wir uns hier eben das Futures-Konto anschauen mit 25.000 Euro, was ja eins zu eins unser Musterdepot ist. Was dann hierbei rauskommt, ist eben die Positionsgröße, die dem jeweiligen Risiko zugrunde liegt und die jeweilige Entwicklung darunter im Chart. Sie sehen, hier sind eben drei Graphen eingezeichnet. Der dunkelblaue Graph, der repräsentiert die aggressive Herangehensweise, also etwas höheres Risiko. Derjenige, der bereit ist, eben Risiko in Kauf zu nehmen und dafür die Möglichkeit nach höherer Rendite bekommt. Das ist der obere Chart, den Sie hier ganz oben in dunkelblau sehen. Das moderate Risiko, das ist eben das, was eins zu eins unserem Musterdepot entspricht. Das ist hier in dem Fall dann der mittlere Graph. Und der hellblaue ganz unten, das ist eben das defensive Risiko, die defensive Herangehensweise. Sehr interessant ist eben auch, wie hat sich denn meine Investition entwickelt seit 2009, also seit quasi dem Anfang dieses Graphen und seit dem Beginn unserer Backtests. Da sehen Sie eben hier im defensiven Risiko sind aus unseren 25.000 Euro 105.439 Euro geworden. In der moderaten Variante 143.395 und im aggressiven Risiko 206.653. Sehr interessant in dem Zusammenhang ist natürlich auch immer der maximale Drawdown. Also an welcher Stelle oder wie viel Euro in dem Fall ist mein Konto maximal zu einem gewissen Zeitpunkt zurückgegangen. Ja, der ist natürlich mit dem defensiven Risiko wesentlich geringer. Deswegen sagte ich eben, das ist eine Sache, die muss jeder Investor individuell für sich selbst ein bisschen entscheiden und festlegen, wie weit ist er da eben bereit, Risiko einzugehen. Wie gesagt, hier können Sie sich austoben, hier können Sie mit verschiedenen Beträgen, also hier sollte für jeden was dabei sein. Vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, 10.000 Euro, das ist eben so die Untergrenze, ab der das Investieren sinnvoll ist.
Dann gibt es noch eine weitere Neuigkeit, und zwar sehen Sie hier auf der rechten Seite vielleicht den Button mit der Aufschrift kostenlose Demo. Wenn Sie hier eben auf Testen klicken, dann bieten wir seit neuestem auf dieser Seite auch eine Demo-Version an. Da können Sie sich anmelden und dann erhalten Sie 2 Wochen lang eben die Signale kostenfrei, selbstverständlich, auf Ihre Mailadresse und können sich eben ein bisschen anschauen, wie funktioniert das Ganze, wann kommen die Signale, ist das für mich geeignet und ja, passt das in meinen persönlichen Anlagehorizont. Das ist eine weitere Neuerung. Wir schauen uns auf jeden Fall auch noch ganz kurz das Factsheet an. Auch das finden Sie wie den Simulator. Ich zeige es Ihnen nochmal auf der Startseite, wenn Sie eben etwas nach unten scrollen und dann hier über den Button in der Mitte Factsheet gehen, kommen Sie eben auf die Seite des Factsheets. Und hier, das ist eben die Seite, die ich angesprochen habe, die für diejenigen geeignet ist, die sich die Zahlen im Detail anschauen möchten. Hier haben wir wirklich alles, was interessant ist, an Zahlen aufgelistet. Sie sehen auch ein paar bekannte Grafiken, wie beispielsweise die Vergleiche mit den Basiswerten, mit dem S&P und dem DAX und dem Gold, aber eben auch prozentuale Anteilverteilung der Gewinner und der Verlierer, monatliche Renditen über die 10 Jahre zurück und wirklich sehr, sehr viel. Ich gehe jetzt nicht hier im Detail ein, das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen auch zu viel an Zahlen, aber wer sich das Ganze eben genau anschauen möchte, ist im Factsheet genau richtig aufgehoben. Dann gibt es noch eine letzte Neuerung und ja, damit würde ich dann quasi auch schließen. Das ist nämlich unsere Vermögensverwaltung. Das heißt, ja, grundsätzlich haben wir mit VR Self Invest auch die entsprechende Lizenz der Vermögensverwaltung. Die hatten wir auch schon vorher. Und jetzt ist es so, Investui bietet sich da durchaus für an. Das heißt, grundsätzlich ist Investui ja schon sehr einfach. Sie haben es gehört eben, Sie bekommen wirklich nur die Klicks, die E-Mails und müssen da einmal draufklicken. Aber selbst das können wir Ihnen noch abnehmen, wenn Sie eben das Ganze über die Vermögensverwaltung laufen lassen möchten. Da ist es ganz konkret so, dass Sie einmal am Anfang des Investments eben eine gewisse Summe einzahlen. Da können wir wieder beispielhaft unser 25.000 Euro Futures-Konto nehmen. Sie sagen einfach, Sie möchten das genauso nachhandeln, wie wir das in unserem Musterdepot machen. Dann sagen Sie eben, Sie zahlen 25.000 Euro ein und hätten gerne, dass dieses Konto moderat gehandelt wird, also in der moderaten Risikokategorie. Das ist das, was wir eben im Simulator gesehen haben. Und dann geben Sie quasi einfach nur VH Self Invest das entsprechende Mandat. Das ist einfach nur eine DIN A4-Seite. Falls jemand dabei sein sollte, der schon ein Investui-Konto besitzt, das ist auch nachträglich möglich, also kein Problem, gerne melden. Aber das vereinfacht das Ganze nochmal ungemein. Das heißt, Sie müssen eben nicht mehr darauf achten, wann kommt die E-Mail oder gegebenenfalls aktualisieren oder wenn Sie mal im Urlaub sind und vielleicht nicht immer Zugriff auf Ihr Smartphone haben oder sonstiges, dann macht es das Ganze eben noch viel einfacher. Und dann wechsle ich noch einmal kurz zurück zur Präsentation und ja, komme noch zu meiner letzten Seite und ja, würde dann quasi erstmal meinen Beitrag schließen, mich bedanken für die sehr schöne Teilnehmerzahl, für die Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich natürlich gerne noch zur Verfügung, wenn Frau Jakob gleich welche hat. Ansonsten sehen Sie hier auch nochmal meine Kontaktdaten und meine Kollegin, die Frau Heinen, die betreut eben diesen Investui-Service mit mir zusammen. Also wenn Sie mich nicht erreichen, dann gerne auch mit der Frau Heinen sprechen. Ansonsten E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Webseite. Sie werden da mit Sicherheit was finden, um eben mit uns in Kontakt treten zu können. Vielen Dank, Herr Spohn. Dann möchten wir doch direkt in die Fragerunde einsteigen. Und es gibt tatsächlich einige Fragen. Und Ja, zwar, können wunderbar. Sie denn zur Einlagensicherung und zur Rechtsform von Investui eingehen? Bedingt, also das ist tatsächlich so eine Geschichte, die zum einen wahrscheinlich einfacher in einem persönlichen Gespräch zu klären ist. Grundsätzlich ist es mit der Einlagensicherung so, dass Sie auch die Möglichkeit haben, in verschiedenen Ländern, also wir haben ja verschiedene Niederlassungen und können eben in verschiedenen Ländern Konten eröffnen. Das heißt, da kann es sich durchaus unterscheiden.
Aber prinzipiell, wenn Sie ein Konto in Deutschland eröffnen, gilt die deutsche Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Euro zum aktuellen Zeitpunkt. Und ansonsten, Entschuldigung, die zweite Frage oder der zweite Teil der Frage, das war das die Rechtsform des Genau, die Unternehmens? Rechtsform, ja. Ja, eine luxemburgische SA, eine Société Anonyme. Wunderbar. Und dann wurde mehrfach gefragt, was denn die Vermögensverwaltung kostet. Ah, das habe ich nicht gesagt. Ja, das ist natürlich ein Fehler von mir. Die Vermögensverwaltung, die kostet nichts. Also die Kosten sind eins zu eins so wie bei einem Konto, was Sie selbst handeln und das in Anführungszeichen. Auch bei dem anderen Konto handeln Sie ja nicht wirklich selbst auf einer Plattform, sondern handeln eben nur über die E-Mail, aber Sie haben keine Zusatzkosten durch die Vermögensverwaltung. Und Sie hatten vorher das Mindestinvestment angesprochen, beziehungsweise das Investment, an dem es sich dann, ich sag mal, lohnt, in Investui zu nutzen. Könnten Sie da auch noch mal was zu sagen, bitte? Ja, sehr gerne. 10.000 Euro, das ist, sage ich, das ist meine persönliche Ansicht. Jetzt ist der Punkt, ab dem es sinnvoll ist. Es geht auch mit 5.000 Euro. Ja, das heißt, wer wirklich sagt, okay, ich möchte mit 5.000 Euro daran teilnehmen, das geht. Da müssen Sie sich nur bewusst machen, dass Sie mit 5.000 Euro immer im aggressiven Bereich, ne, wenn Sie an die Risikokategorien zurückdenken, sind Sie immer aggressiv unterwegs, also etwas höheres Risiko. Das muss einem bewusst sein, dann ist es auch mit 5.000 Euro möglich. Aber ich persönlich tendiere eher dazu, 10.000 Euro zu nehmen, damit man einfach mehr Flexibilität bezogen auf Positionsgrößen hat. Nach oben gibt es keine Grenzen. Und gibt es einen Mindestbetrag für die Vermögensverwaltung? 10.000 Euro tatsächlich auch, ja. Herr Spohn, Sie haben vorher den Friday Gold Rush angesprochen. Nun möchte ein Zuschauer gerne wissen, bezieht sich denn der Grundsatz dieses Friday Gold Rush nur auf Gold oder ist dieses Phänomen auch bei anderen Assets zu beobachten? Es gibt durchaus andere Assets, insbesondere Silber, verhält sich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Es gibt auch noch andere Assetklassen, bei denen das auftritt, aber bei keinem so stark wie bei Gold. Also ich habe leider den Chart nicht dabei, ich habe ihn gerade im Kopf. Aber wenn Sie sich dafür interessieren, gerne entweder mich kontaktieren oder selbst danach schauen. Und zwar die Entwicklung des Goldpreises aufgeschlüsselt nach den Werktagen, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und Sie werden sofort sehen, der Freitag ist signifikant stärker als alle anderen Wochentage. Und können Sie noch mal auf die Nettorendite bei Investui eingehen und die genauer definieren, bitte? Ja, selbstverständlich. Also die Nettorendite, die ich hier ganz am Anfang zum Beispiel gezeigt habe, mit den etwas über 8.000 Euro und 33%, die ist eben abzüglich der ganzen Kosten, die Sie auf der Kostenfolie gesehen haben. Also sprich, da sind alle Kommissionen bereits ab, diese 4,99, da sind die Alarmgebühren bereits ab und das ist quasi der Kontoendstand dieses Kontos. Das ist eins zu eins ein Konto, was Sie so nachhandeln können und auch zum damaligen Zeitpunkt schon konnten. Das ist der wirkliche Nettoendstand. Alle Kosten sind abgedeckt. Und gibt es eine Nachschusspflicht bei Investui? Investui definiert da im Prinzip nichts, sondern die Instrumente, die gehandelt werden, die geben das eben vor. Also der rechtliche Rahmen, in dem sich die Instrumente bewegen. Ganz konkret heißt das, Sie haben die Möglichkeit, Futures oder CFDs als Instrumente zu handeln. Futures haben eine Nachschusspflicht, CFDs nicht. Also da können wir quasi, Investui gibt da keinen Rahmen vor, sondern es gibt eben quasi einen gesetzlichen Rahmen, in dem sich das Ganze bewegt. Und bei Futures gibt es den in der Theorie. Und bei CFDs ist es eben nicht der Fall. Und in welchen Ländern können denn Interessenten ein Investui-Konto eröffnen? Luxemburg, also Deutschland natürlich, selbstverständlich Luxemburg und Frankreich zum aktuellen Zeitpunkt. Nageln Sie mich nicht drauf fest, aber ich glaube, also es folgt mit Sicherheit auch noch Belgien, aber zum aktuellen Zeitpunkt eben in diesen drei Ländern. Wunderbar. Vielen Dank. Und kommt es beim Turnaround Tuesday denn auf die Branche der jeweiligen Aktie an? Ich muss kurz nachdenken, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Beim Turnaround Tuesday auf die Branche der Aktie.
also beim Turnaround Tuesday wird ja wird keine Einzelaktie gehandelt, sondern der DAX. Das heißt, der DAX eben als Future oder als CFD. Und jetzt ist der DAX ja nicht in einer speziellen Branche, sondern enthält ja eben die 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen, die ja in verschiedenen Branchen ansässig sind. Also das hat jetzt nichts mit einer speziellen Branche zu tun, sondern wirklich mit der Entwicklung des DAXes, also dem Wert des DAXes. Wunderbar. Und kann man denn bei Investui auch mit Hebelscheinen handeln? Mit Hebelscheinen, also wahrscheinlich sind damit Zertifikate oder ähnliches gemeint. Also wir bieten das gar nicht an. Es ist durchaus möglich, Teile der Strategien auch mit Zertifikaten nachzubilden auf eigene Faust. Dann wir bieten das nicht an. Grundsätzlich sind ja aber sowohl Futures als auch CFDs dafür geeignet, gehebelt eingesetzt zu werden. Das heißt, wenn eben die Frage darauf abzielt, ob ein Hebel möglich ist, dann kann ich das bejahen. Und das ja, entscheidet sich eben auch mit der Risikokategorie, ne? Das Thema, was wir schon hatten. Das heißt, umso höher quasi das Risiko wird, umso höher wird der Hebel, den Sie einsetzen, um entsprechende Positionen einzunehmen. Vielen Dank. Geht das Setzen der Trades bei Investui denn automatisch oder muss der Trader das dann auch im Konto händisch noch machen? Entschuldigung, den ersten Teil, den habe ich akustisch nicht gehört. Aber Ah, ob die Trades automatisch gesetzt werden? Ja, also so oder so, sowohl in der Vermögensverwaltung selbstverständlich und auch beim normalen Investui-Konto, nenne ich es jetzt einfach mal, bei dem Sie noch selbst in der E-Mail klicken. Ganz konkret, sobald Sie in der E-Mail geklickt haben, wird ein Prozess angestoßen, der eben die Position für Sie einnimmt und die Verwaltung und auch das Schließen der Position, das wird komplett von uns gemacht. Also da müssen Sie quasi nichts weiter tun, sondern einfach nur in der E-Mail klicken und Sie haben keine Handelsplattform, bei der Sie selbst irgendwie nach der Position schauen müssen oder das Ganze nochmal bestätigen müssen. Was passiert denn, wenn man eine solche E-Mail verpasst? Dann wird keine Position eingenommen. Aber ansonsten passiert nichts weiter. Und Kryptowährung ist ja gerade ein sehr, sehr brennendes und aktuelles Thema, vor allem der Bitcoin. Wird denn auch bei Investui Kryptowährung gehandelt? Nee, tatsächlich gar nicht. Wahrscheinlich ist die Asset-Klasse auch, bin kein Experte, was Kryptowährung angeht, aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Kryptowährung wahrscheinlich noch etwas zu neu sind, um wirklich auch Markteffekte untersuchen zu können, auch vor allem akademisch untersuchen zu können und diese eben sehr, sehr langfristig belegen zu können. Deswegen glaube ich, ist der Kryptomarkt in der Form für Investui auch nicht so geeignet, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Und Sie hatten vorher die Demokonten angesprochen. Existieren denn auch längere Performance-Daten mit Echtgeldkonten für das Konzept? Also das Längste, was wir an Echtgeld haben, ist tatsächlich der Start im Januar 2020, also mittlerweile dann eben gut ein Jahr. Das ist das, was wir an Live-Daten haben und bis ungefähr Mitte 2009 zurück reichen eben unsere selbst durchgeführten Backtests, die alle auf der Webseite ja auch zu sehen sind. Aber Live-Daten wirklich erst dann mit Live-Gang unserer beiden Musterdepots Anfang 2020. Und Sie haben vorher die Rendite von 33% angesprochen. In welcher Risikokategorie wurde die denn 2020 erreicht? Ja, in der mittleren. Das heißt, da handelt es sich tatsächlich um das Konto, was es auch noch gibt. 25.000 Euro, die initiale Befüllung, Risikokategorie moderat, also die mittlere Risikokategorie wurde dort gehandelt mit leichtem Hebel. Und damit wurden eben diese 33% Rendite erwirtschaftet. Nun wurde auch mehrfach gefragt, ob Investui gegebenenfalls zukünftig auch in Österreich angeboten wird. Also, dass Sie wirklich ein Konto in Österreich einrichten können, das vermutlich nicht, so leid mir das tut. Sie können aber grundsätzlich als Österreicher gerne ein Konto über unsere deutsche Niederlassung oder eben auch über die luxemburgische Niederlassung einrichten. Also, das ist kein Problem. Sie können als österreichischer Staatsbürger selbstverständlich bei uns ein Konto eröffnen. Das war dann auch unsere letzte Frage für den heutigen Abend, meine Damen und Herren. Ach, nein, ich habe eine übersehen. Welche Software braucht man denn, um bei Investui zu traden?
Ja, das ist, glaube ich, der große Vorteil. Sie brauchen gar keine Software. Also vielleicht ein einigermaßen gutes E-Mail-Programm, aber das hat ja, glaube ich, jedes Smartphone mittlerweile integriert. Sie haben keine Handelsplattform oder ähnliches. Wie gesagt, Investui geht ja da ein bisschen weg von WH Self-Invest. Da ist es ja wirklich aktives Selbsttraden und Investui hat wirklich keine Handelsplattform und sie benötigen damit auch keine, sondern wirklich nur ein E-Mail-Programm oder wenn sie es über die Vermögensverwaltung laufen lassen, dann sogar noch weniger, dann brauchen sie eigentlich nur ihren PC, müssen einmal die Online-Kontoeröffnung machen und das war's. Dann müssen sie sich nicht mehr drum kümmern. Dann sage ich vielen Dank, Herr Spoden. Unser Seminar neigt sich nämlich nun auch dem Ende entgegen. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag und die Beantwortung der Fragen in der Fragerunde. Bevor wir noch zu einem kleinen abschließenden Fazit von Ihnen kommen, möchte ich Sie, liebe Seminarteilnehmer, noch darauf hinweisen, dass dieses Trading-Seminar aufgezeichnet wurde. Wir veröffentlichen einen entsprechenden Artikel, auf dem Sie den Live-Mitschnitt finden können, in der Regel noch im Laufe des Abends auf der Startseite von Finanzen.net. Und den Link des Mitschnitts bekommen Sie wie immer auch in einer E-Mail zugeschickt. Herr Spoden, Ihnen gebührt das Schlusswort des heutigen Abends. Was möchten Sie unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Ja, das ist sehr, sehr nett. Ich möchte mich natürlich an erster Stelle bei den Zuschauern und Zuschauerinnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich hatte es eben schon mal erwähnt, sehr, sehr schöne Teilnehmerzahl. Ich freue mich immer wieder, wenn sich die Leute eben für ihre Investments begeistern. Und ich hoffe, dass mit Investui da ein weiterer Punkt dazugekommen ist. Sie müssen ja auch nicht heute das Konto aufmachen, aber halten Sie eben diese Markteffekte mal auf dem Schirm, beobachten Sie das Ganze. Und es ist wirklich eine interessante Geschichte, wenn man sich damit ein bisschen näher befasst. Und im zweiten Schritt möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bei Ihnen, Frau Jakob, bedanken und bei Finanzen.net für die Möglichkeit, hier heute zu sprechen und wünsche allen einen wunderschönen Abend und eine sehr, sehr angenehme Restwoche. Besten Dank an Sie, Herr Spoden. Das war wirklich ein schönes Schlusswort und ein spannendes und informatives Seminar. Mit der Investition in Markteffekte haben Sie ein wirklich interessantes Thema gewählt. Und auch ich für meinen Teil habe viel Neues dazugelernt. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald. Vielen Dank, tschüss. Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme am heutigen Live-Event. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments. Ob mit Markteffekten oder ohne. Ciao, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.